Dieser herrliche Geruch von einer vollreifen Honigmelone, die war heute auch bei mir auf dem Hügelbeet, ist auch ein bisschen angefressen worden von den Ameisen und von ein paar Käfern, ist aber nicht schlimm. Schale ist weich, ist deshalb feuerreif und schon die Insekten dran rumknabbern, die wollen sie auch unbedingt haben, die werde ich mir dann später schmecken lassen. Und das ist halt wirklich so eine Art Natürlichkeit, dass man sein eigenes Obst und Gemüse anbaut, und das ist wirklich auch mein Weg in ein natürliches Leben. Und das ist dann auch der Titel von meinem neuen Buch, welches ich jetzt einfach mal veröffentlicht habe auf meiner Webseite, und um dieses Buch soll sich halt in dem Video drehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und nach mehr als 2 Jahren und 1000 Arbeitsstunden habe ich jetzt nun mein erstes Buch fertig geschrieben. Ein Weg zu einem natürlichen Leben, eine steinige Reise eines jungen Mannes. Und das war dann schon sehr aufwendig, dieses Buch zu verfassen. Also ich habe es zuerst, meine ersten Gedanken, habe ich alles auf dem Block mit der Hand geschrieben, einfach aus dem Grund, wenn man etwas mit der Hand schreibt, schreibt man erstens viel achtsamer und behutsamer. Denn man denkt auch ein bisschen nach, was man schreibt, man ist nicht ganz so schnell. Also habe ich den ersten Entwurf mit der Hand geschrieben, habe mir dann noch ein paar Notizen an der Seite gemacht, dann habe ich das Ganze, das hat ungefähr 3 bis 4 Monate gedauert. Das habe ich dann alles in eine Word-Datei getippt, habe dort schon mal ein paar Bilder mit eingefügt, und dann habe ich eine kleine Pause gemacht, weil ich dann das Projekt neu gestartet habe. Dann habe ich es ein bisschen ruhen lassen, habe mir aber immer wieder stichpunktartig ein paar Gedanken gemacht, habe es dann weiter abgetippt, habe dann ungefähr dann das 2 Jahre lang gemacht, habe da wirklich auch mal bis 200 Seiten das ganze Buch runtergeschrieben auf eine LibreOffice-Datei. Das waren dann schon, also 200 DIN A4 Seiten waren dann schon richtig viel. Muss ich auch dazu sagen, dass auch sehr viele Bilder, Tabellen und alles Mögliche mit dabei sind. Und dann habe ich die letzten 4 Monate dann wirklich das alleine nochmal Korrektur gelesen, habe dann nochmal nach Grammatik und Rechtschreibfehlern geschaut, weil dann doch in Deutsch war das so mein schwächstes Fach, diese Grammatik und Rechtschreibung. Und da habe ich das nochmal alles geschaut, dass da auch wirklich sehr viele Fehler bzw. auch grobe Fehler beseitigt werden. Das habe ich dann alles dann so ziemlich fertig gehabt, hatte dann mein erstes Manuskript. Und dann habe ich auch noch ein Layout erstellen lassen von meinem Grafikdesigner. Finde ich recht gelungen. Und da habe ich auch nochmal die Kosten aufgenommen, um seine Schöpfung auch natürlich dementsprechend zu bezahlen. Und ich bin auch wirklich damit mit der Arbeit auch sehr zufrieden. An dieser Stelle, thank you very much, Jamie. I very love you. Illustration, your pictures, your work. I really appreciate it that you support my project. Und für alle, die jetzt auch ein bisschen Interesse dran haben, beziehungsweise auch einen Grafikdesigner suchen, seine Webseite heißt, glaube ich, jamie-sales.com oder Cartoonist for Hire. Muss man solche Sachen eingeben, dann kommt man auf seine Webseite, da kann man ihn engagieren, ist ein Freiberufler und er macht wirklich wunderbare Grafiken, wunderbare Comics für jedes Projekt. Da ist er sich auch nicht zu schade, der ist ja wirklich bereit, da alles Mögliche zu machen. Und dann wieder zurück zu meinem Buch, das war es für mich so eine Art Selbsttherapie, muss ich sagen. Ich habe mein ganzes Leben immer so Revue passieren lassen, wie habe ich mich bei vielen verschiedenen Erlebnissen gefühlt, welche Erfahrungen habe ich mitgenommen,
habe wirklich da alles reflektiert und das prägt dann doch einen wirklich sehr, wenn man über seine Vergangenheit ein bisschen nachdenkt, was man getan hat, was man auch für sein jetziges Leben dann auch wieder mitnehmen kann, wo man sein jetziges Leben auch verbessern kann. Und darum geht es natürlich auch in meinem Buch. Das heißt, dass ich da wirklich meine kompletten Erfahrungen, meine Erlebnisse, meine Gefühle in bestimmten Augenblicken schilder von meiner Kindheit, also beziehungsweise von meiner Geburt aus bis zum heutigen Tag. Da erzähle ich vieles von meiner Herkunft, ich erzähle vieles von meiner Schulzeit, wie ich mich damals gefühlt habe, was ich da alles gemacht habe, natürlich auch weitergehend bis zu meiner Studienzeit, also der komplette Block während meiner Schulaufenthalt und dann der Wendepunkt sozusagen, der erste, als ich dann so die ersten Tücken oder Unstimmigkeiten im System erkannt habe, wo es dann bei mir ein bisschen Klick gemacht hat, dass es hier doch irgendwas nicht stimmt. Und dann geht es halt dann weiter mit sozusagen meinem Wandlungsprozess, wo ich dann auch mich der Richtung der Rohkostrichtung widme, auch dem Tai Chi und der Permakultur, beziehungsweise auch wie ich dazu gekommen bin, warum ich das mache, dort natürlich auch wieder meine Erfahrungen und natürlich auch wie es auf dem heutigen Standpunkt so ausschaut. Also das sind drei wesentliche Kapitel, also die Rohkost, die Permakultur bzw. mein Projekt, auch das Gärtnern allgemein und natürlich auch dem Tai Chi bzw. dem traditionellen Kung Fu, wie ich dazu aufgekommen bin und wie es mich auch heute sehr prägt. Es ist auch sehr interessant, weil es da sowohl Strapazen und Herausforderungen gibt, da wo ich mich dann auch sehr gekränkt fühle, auch sehr emotional auch werde, wütend und sauer und das natürlich auch glückliche und freudige Momente bin, wo ich dann auch wirklich das in meinem Buch auch rüberbringe, dass ich mich da wirklich gefreut habe. Es ist halt so, sowohl als auch, also das Yin und Yang, also sowohl Wut, Ärger über alles Mögliche, über meine Situation, über auch andere Menschen zum Teil. Das gehört natürlich auch zu mir. Das ist ja ein stetiger Prozess, den ich durchlaufe. Aber natürlich auch freudige Momente, die mir dann gezeigt haben, dass ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Und natürlich tue ich da auch sehr viele Weisheiten mit einfließen lassen, die mir geholfen haben, meinen Weg besser zu finden und auch besser zu bewältigen. Und der Grund, warum ich jetzt das Buch auf meiner Webseite einfach frei zur Verfügung stelle, war eigentlich, dass der Hauptgrund war, dass ich die letzten Tage da mal einen richtig starken Nervenzusammenbruch gehabt oder auch einen Gefühlsausbruch, weil meine Situation doch sehr schwierig ist mit dem Ganzen und ich habe mich auch einfach übernommen, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe das Buch geschrieben, auch während der Arbeit, während der Permakultur, dann habe ich noch die Gartenarbeit, natürlich darf ich nicht vernachlässigen, aussehen, pflanzen, ernten, mulchen, Kompost aufbauen, damit es halt über die Jahre weiter damit geht. Natürlich das Tai Chi, was ich auch sehr gerne mache, also ich mache mindestens 3 Stunden täglich, weil es ist sozusagen eine selbstbestimmte Ausbildung für mich, die ich gerne machen möchte. Natürlich kommen dann noch die Videos dazu mit YouTube, das Video schneiden, hochladen, die Thumbnails gehört ja auch alles mit dazu. Dann die Webseite gestalten, verwalten und das ganze Online-Marketing. Und dann ist es mir einfach mit dem Buch auch wirklich zu viel geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich es ja wahrscheinlich nochmal Korrektur lesen lassen müssen von jemandem, habe ich aber auch schwer Leute finden können, die sich da auch richtig Zeit hätten nehmen können. Wie gesagt, ich mache das komplette Projekt alleine. Wenn ich dann Freunde frage, die haben natürlich auch andere Sachen zu tun, haben andere Projekte. Und das ist halt dann auch wirklich schade, wenn ich habe halt kein ganzes Team hinter mir. Dann würde es halt wahrscheinlich auch ganz anders ausschauen. Da könnte sich zum Beispiel jemand für die YouTube-Videos kümmern, jemand für die Webseite und ich könnte mich vor dem ganzen Garten widmen, was mir auch natürlich am meisten Spaß macht.
Und das ist ja dann auch wieder wirklich schwierig, wenn ich es einfach an einen Verlag schicke, dann muss ich natürlich auch wieder rechtliche Sachen wieder mit berücksichtigen. Das ist dann, muss ich da wieder warten, muss ich vielleicht auch mein, ja, andere Formate berücksichtigen, der Verlag mir vorschaut, wenn ich als E-Book das veröffentlichen möchte, muss ich da auch wieder bestimmte, ja, Richtlinien halt achten. Und jetzt möchte ich mir auch meine Reise nach Nicaragua vorbereiten, da die ersten wieder weitere Vorbereitungsmaßnahmen treffen, weil ich ja in einem Video erzählt habe, dass ich davon ausgehen muss, dass das Projekt hier in Deutschland vorbei ist. Ich muss meine Hauptertragsfläche abgeben, weil dort dann gebaut werden soll, weil es ja ein Neubaugebiet, der Bauherr hat Bauzwang. Das Video, das kann ich euch oben in der Infokarte verlinken, falls ihr das noch nicht wisst. Und da ist es dann auch für mich, dann haltet mich hier in Deutschland nicht sehr viel. Ich möchte halt auswandern und da eine Farm aufbauen und möchte halt erstmal jetzt hier diese ganzen Vorbereitungsmaßnahmen, ja, treffen. Und das ist dann einfach viel zu viel für mich dann auch geworden, weil ich dann natürlich mir das alles dann weniger Spaß gemacht hat. Es ist sowieso, dass ich mich manchmal selbst hetze, weil ich nicht genug Geld verdiene oder es halt nicht ganz so läuft, auch mit YouTube, auch mit den ganzen anderen, wie ich es mir jetzt zum Beispiel vorstelle, auch wenn es manchmal Illusionen sind. Und dann macht es mir einfach auch, ja, die letzten Woche hat es mir dann eher wenig Spaß gemacht, wenn ich im Garten bei der Ernte oder sonst irgendwo hetzen muss. Das gefällt mir überhaupt nicht, vor allem im Garten nicht, bei solchen wunderbaren Melonen, die ich dann ernten darf. Oder auch bei den Videos, das merkt man dann einfach, dass es mir dann nicht so gut geht, da ich auch weniger Spaß habe und ich mag das auch wirklich nicht, mich da zu zwingen, irgendwas zu machen und mich da rumzuhetzen. Denn schließlich habe ich ja mit diesem Wandel angefangen, weil es mir in der Schule zu viel geworden ist, im Studium mir das nicht gefallen ist und dieses Hektische ich nicht unbedingt haben möchte, weil es mir auch nicht gut tut von der Gesundheit. Und genau das habe ich jetzt in dem Projekt hier auch gemacht. Und deshalb mache ich es einfach so, dass ich das Buch auf meiner Webseite frei zur Verfügung stelle als PDF-Datei. Da kann sich jeder anschauen, kann sich jeder sozusagen meine Erfahrung oder meinen Erfahrungsbericht lesen. Am besten ist, ihr seid unvoreingenommen, einfach aufnahmefähig, ohne Urteil oder sonst irgendwas. Das sind meine Erfahrungen, die ich hier jetzt mache. Keine wissenschaftliche Studie, die irgendwas belegen soll oder sowas. Und da bin ich auch letztlich, wenn dann irgendeiner Kritik äußert, das stimmt nicht, oder was ich da mache, ist gefährlich oder irgendwie sowas. Wie gesagt, unvoreingenommen bleiben, einfach aufnehmen, es auf sich wirken lassen und dann selbst die Erfahrungen dazu machen, das vielleicht ausprobieren und selbst einfach die Erfahrungen machen. So habe ich das auch gemacht und das möchte ich natürlich auch mit dem Buch auch vermitteln. Es soll einfach als Inspiration dienen, auch als Mut, etwas zu verändern, den Wandel vorauszugehen, denn wenn wir etwas in dieser Welt ändern wollen, dann müssen wir es aktiv machen, das kann nicht für uns jemand machen. Und das war einfach nur, ja, das Buch einfach dazu dienen, dass die Leute sagen, hey, ich brauche keine Angst haben, er hat es auch geschafft, der Junge. Und dann kann man es doch auch mal probieren. Also einfach mal ein bisschen die Angst verlieren, ein bisschen staunen, vielleicht was ich alles getan habe und dann auch mal selbst die ersten Schritte wagen. Und natürlich freue ich mich ich freue mich natürlich, wenn ich eine kleine Entlohnung auch für das Buch bekomme. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel das Buch geholt habt, das durchgelesen habt, findet es super. Andere Autoren verlangen natürlich auch Geld dafür. Manche kaufen sich natürlich extra Bücher von vielen verschiedenen Autoren. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und das ist halt immer eine kleine Geste auch, ja, ein energetischer Ausgleich auch. Ich meine, da steckt auch Arbeit dahinter und das ist auch wirklich schade, wenn dann die Leute die YouTube-Videos anschauen. Es ist, ja, YouTube ist kostenlos, aber es ist auch wirklich so, dass man nicht davon ausgehen soll,
wenn man solche Videos produziert, dass die 0,nix kommen, das ist dann auch wieder eine Heidenarbeit. Dahinter ist wie bei dem Garten, wird nicht recht groß entlohnt, muss ich auch sagen. Und ich würde mich natürlich über eine Spende, einen Obolus einfach bedanken für die Arbeit, die ich auch in dieses Buch reingesteckt habe. Ich habe natürlich auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten auf meiner Webseite direkt beim Download zur Verfügung gestellt. Einfach um mich und das Projekt auch weiterhin mit zu unterstützen. Und das sind einfach so meine Beweggründe, warum ich jetzt das gemacht habe, mein Buch einfach frei auf der Webseite zur Verfügung gestellt habe. Und damit möchte ich es auch belassen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier in meinem Peace-Projekt hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wie ich bereits erwähnt habe, über jegliche Unterstützung, die ihr auch auf meiner Website und unten in der Videobeschreibung findet. Und sonst wünsche ich euch wirklich wunderschöne und angenehme Tage. Genießt das herrliche Sommerwetter noch im August. Genießt eure Ernten. Ich hoffe, ihr seid auch bei der Honigmelonen-Challenge, sondern bei der Wassermelonen-Challenge vom der Gartenkanal dabei. Also ich habe da schon fleißig Videos gemacht. Da könnt ihr auch auf etwas freuen. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Riecht einfach einzigartig und herrlich.